Hallo meine Lieben, es ist Mittwoch und ich wollte mich mal kurz melden. Und zwar, viele, wie ihr wisst, kamen in letzter Zeit rechtlich wenig Videos online. Es liegt einfach daran, dass ich extrem viel arbeiten muss. Jetzt nicht vom Nagelstudio aus, sondern ich habe nebenbei noch angefangen als Teilzeitkraft zu arbeiten, um ein bisschen nebenbei einfach aufzustocken. Und da wir gerade die Filiale eröffnet haben, erst vor ein paar Tagen, haben wir halt extremst viel zu tun. Also ich bin täglich fast ja, jeden Tag um die 8 Stunden eigentlich auf Arbeit. Und ja, dann sind es meistens so Schichten, ich komme nach Hause, kann essen, kurz entspannen für eine halbe, dreiviertel Stunde und kann dann eigentlich ins Bett. Weswegen ich eigentlich ja, keine Zeit und auch keine Lust mehr aufbringen kann, dann noch zusätzlich daheim für YouTube zu arbeiten. Demnächst sollte ein neuer PC kommen. Der ist schon bestellt. Der sollte eigentlich schon letzte Woche kommen, aber der hat... Das passt nicht und jenes geht nicht und wir müssen anderes Gehäuse und bla und hin und her. Und ja, auf jeden Fall hat er schon eine Woche, ist er schon eine Woche überfällig, sollte aber noch kommen. Wenn der PC kommt, werde ich alles Neue auf diesen neuen PC bzw. auf dem PC vom Easy dann spielen. Und dann kann ich von diesem PC aus dann meine Let's Plays wieder machen. Und das in diesem Fall dann wirklich hochwertig, mit schöner Qualität, ohne Ruckeln, ohne FPS-Einbrüche und so weiter und so fort. Bis dahin werden weiterhin keine Videos erstmal kommen. Ich bin gerade dabei, den Vlog vom Wochenende zu schneiden, da wir im Skyline Park waren. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Aber da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich die Zeit dazu finden werde, das zu machen. Es ist jetzt 13 Uhr, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit und komme erst um 10 Uhr, heute Nacht wieder nach Hause. Und da setze ich mich nicht um 10 Uhr noch hin und fange an zu schneiden, weil da brauche ich mindestens 3-4 Stunden und das tue ich mir nicht an. So, nur mal dazu, es wollte eine kleine Info sein, damit ihr nicht ganz so verzweifelt seid. Und ich hoffe, ihr bleibt natürlich fleißig weiter Fans von mir. Und dann sehen wir uns aber auf jeden Fall bald wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao.